Leute und herzlich willkommen zu Cooking Simulator. Leute, heute, ihr seht hier weihnachtlich, weil es ist bald Weihnachten. So circa einen Monat. Hier ist auf jeden Fall ein schöner Weihnachtsbaum. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Was ist mit ihnen? Ah, die will jetzt hier so ein Gericht. Und wir müssen das dir jetzt kochen. Wir machen mal so ein... Oh, was machen wir denn? Was ist Spaghetti mit Knoblauch? Öl und Chili-Pfeffer. Wir gönnen dir das hier mal. Okay, die will das jetzt gerne essen. Hier ist unsere... Alter, ist eine fette Küche auf jeden Fall. Geiles, authentisches Lager, Alter. Oder ja, Lager ist es ja nicht, aber dieses... Diese Ding ist halt einfach... Und hier ist noch der Kühlschrank. Den machen wir natürlich professionell auf, damit alles erstmal warm wird. Schön auftaut. Hier haben wir auch zum Backofen hier. Und hier so eine Mikrowelle halt. Genau, draußen ist auch schon dunkel, ihr seht's. Und wir fangen jetzt an, Leute. Ach, hier ist so ein Screen. Zu einem Topf hinzufügen. Wasser. Wow. Wo ist Wasser? Hier ist Wasser. So. 1 Liter Wasser. Als nächstes 5 Gramm Salz. Jetzt müssen wir immer nach hinten rennen. Das ist schon schön. Salz. So, dann kommen 5 Gramm erstmal hier rein. So, zack, ala. Jetzt kommt Fusilli rein, 160 Gramm. Das sind ja, glaube ich, diese komischen Nudeln halt. Boah, ich weiß es nicht. Sehen wir hier. Ja, ja, Fusilli, genau, den meine ich. Okay, 160 Gramm waren es, glaube ich. Oh Gott. Oh, 180. Naja, kann mal passieren. Oder können wir die noch rausnehmen vielleicht? Ja, jetzt passt 160. Okay, 45 Sekunden lang kochen lassen. Ja, wir brauchen noch kurz einen Timer. Da hat es einen Timer. Die Frage ist jetzt, wie mache ich diese Platten an, ne? Hä? Wie geht das? Oder hier ist halt nirgendwo irgendwas. Ah, hier drüben ist das Kochfeld, lol. Hä, was ist das denn? Na egal. Aber wie viel will? Oh scheiße, jetzt geht das schon los, warte mal. 45 Sekunden, okay, Leute, dann stellen wir hier nochmal neu ein. Auf chill ich hier 50 Sekunden. So. Genau, mach hier mal. Okay, dann müssen wir das in eine Auflaufform geben und Wasser bereithalten. Was ist denn hier so eine Auflaufform, Alter? So, okay. Die Dings hier sind jetzt durch. Oder also noch nicht ganz. Frage ist jetzt, ist das... Also hier sind die Fusilli, Alter. Wo ist hier jetzt so eine Auflaufform? Können wir hier auch einfach eine kaufen? Alter, gibt's hier viele Scheiße, Mann. Okay, ich habe jetzt aber keine so ein Back-Dings halt gefunden. So eine... Wie sagt man der halt? Warte mal. So eine Auflaufform, voila. Wir nehmen einfach diese hier, weil diese Pfanne, die sieht geil aus. Okay, Knoblauch 40 Gramm in 5 Gramm schneiden, glaube ich. 40 Gramm Knoblauch. Achso, das ist jetzt natürlich ein bisschen dummlich. Das, weil ich nehme hier wieder das Brett mit. Alter, da sind ja noch die Teigwaren drauf. Warte mal. Oh nee. So hat sich natürlich auch erledigt. Hä, wie kann ich das nochmal drei? Achso, genau, okay. Eine Knoblauch haben wir schon, also 10 Gramm. 20, 30 und 40. So, das wird jetzt alles halbiert hier. Ah, ich komme nicht zu den Messern. Scheiße, wir müssen kurz rüber wechseln. So, jetzt geht's ernst. So. Jetzt haben wir... Nein, ach scheiße, wieso fällt das denn immer runter? Okay, ich glaube, das sind auch alle Stücke, die kommen jetzt hier rein, oder? Oh, nee, scheiße, das muss in eine Pfanne. Dann warte mal, nehmen wir so eine. So, jetzt kommt das hier rein. So, hier ist noch ein neben dran gefallen, aber das ist natürlich kein Problem. Kein Ding für den King, sage ich immer. So, Olivenöl, 40 Milliliter. Ich wollte gerade so richtig Freude gefüllt hier dieses... Wo ist es denn jetzt hier, dieses, wo ist das denn? Hier, Olivenöl. Ich wollte gerade das so richtig fröhlich nehmen, so, und jetzt zu sagen, yo, voll weihnachtliche Stimmung, Alter. Und dann passiert sowas, Alter. Geht ja mal gar nicht mehr. Okay, da sind jetzt fast 40,2 Milliliter. Oh, scheiße, es sind wieder 3. Okay, scheiß mal drauf. Ein Milliliter. Was knistert denn hier so? Okay, 15 Sekunden lang braten. Chillig, Alter. So, okay. Also der Knoblauch geht aber schnell, ne? Danach müssen Chiliflocken, Wasser reserviert. What? Und die Fusilli müssen dann da rein. Okay. So. Okay, die Fusilli, wo sind die jetzt eigentlich? Scheiße. Ach, die stehen ja noch hier. Okay, dann können wir das Wasser hier mal abfüllen. Ich hoffe, die Dings kommen hier jetzt nicht gleich mit. Hallo, wieso geht denn das nicht? Warte mal.
Machen sie einfach wieder hier. Dann können wir die jetzt hier reinpacken. Nein, was soll das denn? So, ihr bitte alle da in, einmal in die Pfanne bitte. So, ich glaube, alles raus jetzt, oder? Chiliflocken, 5 Gramm. 5 Gramm. Chiliflocken sind drin. Jetzt brauchen wir noch Wasser, 50 Milliliter. Wir nehmen hier dafür einfach wieder so einen Topf. Hä, nur 15 Milliliter? An die 50. Oh Gott. Das geht ja, nein, Hilfe. Das geht ja viel zu schnell, warte mal. Können wir das kurz auskippen, bitte? Ja, perfekt, Alter. Jetzt ist alles wieder weg. Warte mal. Ja, komm, das muss reichen. Okay, wir können ja hier jetzt 50 Milliliter ganz vorsichtig. Alles klar, ist jetzt schön. Ach, komm. So, jetzt wieder 15 Sekunden lang braten und dann haben wir das schon. Okay, wisst ihr was, wir stoppen das. Guck mal, die Fusilli sind schon wieder zu heiß. Das passt sonst nichts. Ja, ist ruhig. Okay, jetzt brauchen wir... wir sind tatsächlich schon fertig. Wo sind denn jetzt hier die Teller, Alter? Und wir nehmen hier so ein... Ah, hier ist eine Auflaufform, okay. So noch nie gesehen, aber egal. Dann kommt das hier... Scheiße, warte mal. Kommt jetzt hier alles rein. Mit der Soße natürlich. So. Ah, ist mehr schlecht als recht, aber das können wir noch kurz ändern, indem wir das alles kurz einfach rein... machen. Oh, scheiße. Nein, 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 nicht schon wieder. Nein, oh Gott. Nicht, dass das selber wieder passiert wie in letzter... Ach, scheiße. Wie im letzten... Was war das? Video. Okay, jetzt Petersilie müssen wir noch drüber machen. 10 Gramm Petersilienblätter. Wir nehmen hier wieder so ein... Ach, scheiße. Bin ich schon wieder zu weit weg. Ein Schneidebrett mit. Einfach damit es schön ist. Da hier Petersilienblätter. Frisch 2 Gramm. 2, 4, 6, 8, 10. Oh, jetzt wird das hier gerade noch garniert. Oh, nee. Oh, nee. Kann ich denn das jetzt wieder ein bisschen hoch machen, Alter? Na egal, scheiß drauf. So, ich bin mir da immer noch nicht sicher. Ich glaube, die Wassermischung hätten wir eigentlich wegmachen sollen, aber egal. So, Minion, meine Dame, meine ich. Hier ist euer Ge 4 Weihnachtsbäume. Let's go, Alter. Hä, wir sind voll gut. Können wir die Details? Geschmack, Geschmäcker, 100%. Temperatur, auch perfekt. Aber wieso ist denn nicht alles jetzt? Was habe ich jetzt gemacht? Können wir hier Ausgang? Nee, ich würde eigentlich gerne hier nochmal... Das tut mir jetzt natürlich leid. also, ja, Ausgang, Alter. Also, was war das denn? Okay. Stimmt, Shelter, das kann ich mir eigentlich auch noch holen, oder? Also, echt gute Musik. Leute, das war's. Ich muss die Kopfhörer rausnehmen, sonst kann ich mich wieder nicht konzentrieren. Das war's mit dieser Folge Cooking Simulator in der Weihnachtsküche, in der Weihnachtsbäckerei. Ne, das Bäckerei-Dings werde ich mir selbst dann noch holen, wahrscheinlich ein bisschen vor Weihnachten. Dann können wir dann noch ein bisschen Torten machen und so. Was machen wir denn so in der Weihnachtszeit? So Kekse oder so. Weiß nicht. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.